Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute gibt es ein Rucki-Zucki-Rezept und zwar mache ich ein Mchnfor. Mchnfor ist ein ganz besonderes Brot aus der Pfanne, total beliebt. Und mir fällt gerade ein, es gab schon lange kein Brotrezept mehr auf meinem Kanal. Ich glaube, das letzte Rezept war Brot bzw. Mutlor, was aber mindestens 3-4 Jahre her ist. Wahnsinn, also wird doch mal höchste Zeit, zumal es eigentlich unendliche Rezepte gibt, ja, aber wird noch alles kommen, inshallah. Und das Besondere daran ist, dass das Brot aus einem flüssigen Hefeteig besteht, der wirklich in 0, nix hergestellt ist. Ihr könnt das Brot eine Stunde vor dem Fastenbrechen zubereiten und habt es dann pünktlich zum Iftar parat. So schnell ist das gemacht, wirklich. Das Ergebnis... Meine Spülmaschine. Das Ergebnis super soft, sehr luftig, locker von innen und vom Geschmack brauchen wir erst gar nicht zu sprechen. Mega lecker. Also, was will man eigentlich mehr? Okay, ihr wollt jetzt eigentlich jetzt die Zutaten sehen. Also fange ich doch einfach mal direkt an, ohne großartig drumherum zu reden. So, hier sind jetzt meine Zutaten. Ich habe hier ein Teil Weizenmehl und ein Teil feinen Hartweizengrieß. Des Weiteren habe ich hier lauwarmes Wasser, Salz, Zucker, geschmolzene Butter. Das gibt nochmal im Teig so einen schönen buttrigen Geschmack. Trockenhefe, ihr könnt aber auch frische Hefe nehmen, wenn ihr die habt. Und Backpulver. Und die genauen Mengenangaben findet ihr natürlich wie immer auf meinem Blog. Da steht nochmal alles detailliert drauf. Und jetzt fangen wir mit der einfachsten Zubereitung an. Also, ich zeige euch jetzt einmal, wie es geht. Dafür braucht ihr einfach nur einen Blender bzw. einen Standmixer und los geht's. Und natürlich kommt da ein Ei mit rein. Ich habe es mal wieder geschafft, heute eine Zutat vergessen mit aufzuführen. Das passiert mir in letzter Zeit ständig. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Also, da kommt jetzt ein Ei mit rein. Ich habe jetzt ein Ei der Größe M. Wiegt ungefähr ja, 60, 65 Gramm. Was ich als erstes in den Mixer gebe, sind die flüssigen Zutaten, sprich das Wasser und das Ei zunächst, damit die trockenen Zutaten nicht am Boden haften bleiben. So lässt sich das einfach viel besser vermixen. Ich gebe jetzt erstmal die flüssigen Zutaten und dann die trockenen hinterher, bis auf das Backpulver und die geschmolzene Butter. Die hebe ich mir nämlich erst zum Schluss auf. Der Mixer lief jetzt so ungefähr 2 Minuten. Ihr seht, die Masse ist jetzt hier schön cremig geworden. Das ist aber noch nicht alles. Jetzt gebe ich zum Schluss die geschmolzene Butter hinein. Mix erstmal nochmal. Und zum Schluss gebe ich jetzt das Backpulver mit hinein und lasse das Ganze jetzt noch mal gute 3 Minuten mixen. Der Teig ist jetzt so richtig schön cremig geworden. Den decke ich jetzt einmal mit Frischhaltefolie zu und lasse ihn an einem warmen Ort ca. 30 bis 40 Minuten ruhen. Ich habe jetzt den Teig gute 40 Minuten
ruhen lassen. Der ist jetzt auch schön aufgegangen, wie man sehen kann. Das erkennt ihr ganz schön daran, wenn der Teig so schöne Bläschen wirft. Seht ihr das? Genau, und ich zeige euch mal die Konsistenz. Es ist eine schöne schaumige Konsistenz, die dann da entsteht. So, was muss man eigentlich beim Backen beachten? Eigentlich nichts Großartiges. Auf jeden Fall eine beschichtete Pfanne nehmen, damit das Brot nicht haften bleibt. Und ich werde jetzt, bevor ich, anders wie bei beispielsweise bei Brillen, werde ich jetzt die Pfanne erstmal schön mit Öl einpinseln, damit das Brot von beiden Seiten schön goldbraun wird. Ihr könnt jetzt auch Butter nehmen, aber da ich ja hier schon Butter drin habe, reicht das erstmal. So, und jetzt gebe ich eine gute Kelle in meine Pfanne. Und lasse das Brot jetzt von beiden Seiten schön goldbraun ausbacken. Ich denke mal so von jeder Seite etwa 2 bis 3 Minuten. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen und wenn ihr es nachmachen wollt, dann findet ihr es wie immer nochmal detailliert auf meinem Blog. Den Link findet ihr in der Infobox und ja, abonniert doch gerne meinen Kanal und aktiviert dabei gleichzeitig die Glocke, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Kommentiert und liked fleißig und würde mich jedenfalls sehr freuen. Ja, ich danke schon mal im Voraus und wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao!